Wie rechnen wir jetzt von binär zu dezimal? Das haben wir bereits im letzten Video sogar gemacht, aber jetzt wiederholen wir es noch einmal. Wir kennen ja bereits unsere Formel, die eine Zahl in binär nach den Stellen in der Zahl repräsentieren kann. Wenn ich also jetzt irgendeine Zahl hätte, mit vier Stellen in diesem Fall, zum Beispiel eine 1, 0, 1, 1. Die einfachste Methode, die rauszurechnen, ist eben zu gucken, an welcher Stelle was genau steht. Das hier wäre eine 1. Das hier würde nach unserer Formel eine 2 ausrechnen. Das hier wäre dann eine 0, mal irgendetwas ist ja sowieso eine 0. Und hier wäre eine 2 hoch 3. 2 hoch 3 ist eine 8, also wäre das eine 8. Wenn wir die jetzt alle aufsummieren, dann bekommen wir 8 plus 2 ist 10, eine 11. Das ist also die Zahl 11. Genauso kann man es immer ausrechnen, indem man einfach sich erinnert, an welcher Stelle welche Dezimalzahl entspricht. Mit anderen Worten, das hier wäre immer die 1, das hier ist die 2, das hier ist die 4 und das hier ist die 8. Die muss man jetzt mit den Nullen und Einsen miteinander multiplizieren und man hat sofort die Dezimalzahl aus einer beliebigen binären Zahl.